Moin Moin und willkommen zurück zur Mini-Beratung. Und diesmal geht es weiter mit Aftermath und zwar mit diesen Helden. Und dann fangen wir erstmal mit der einfachsten Figur nach meiner Meinung nach an und das ist die Whisper. Die habe ich einfach nur in braunen Abstufungen gemacht und der Kittel ein bisschen bräunlich. Also habe ich mich sehr stark, mal gucken, dass ich die Kamera nicht verwackelt, an die Vorlage gehalten, auch mit den dunklen Federn. Das Skalpell habe ich ein bisschen anders gemacht. Das seht ihr hier, das ist bei mir Gold geworden. Einfach um ein bisschen mehr Farbe reinzubringen, dass die nicht zu braun in braun wird. Die Federn habe ich mit einem Dunkelblau gemacht. Das erschien mir ganz gut. Könnt aber auch schöne andere Federfarbmuster machen. Das eignet sich bei der Figur eigentlich ganz cool. Und ja, da ist nicht viel zu sagen. Hier bei dem Skalpell nur drauf achten, dass ihr halt auch die Klinge ein bisschen in einem anderen Silberton macht, damit das auch schön scharf aussieht. Und das ist die Whisper. Dann hier der Messiah. Der ist auch eigentlich relativ straightforward. Das Problem bei dem ist halt meistens so, was die meisten für ein Problem haben, ist halt mit Weiß und Weißmalen. Ich habe ja schon ein Weißmal-Video gemacht. Ich wollte es hier aber auch nochmal erwähnen, wenn ihr sowas habt. Dann bemalt das Fell jetzt nicht mit einem kompletten Weiß, sondern nimmt hier sowas. Das ist jetzt Brain Matter. Im Allgemeinen heißt es einfach nur Ivory oder Elfenbein. Das ist dann halt ein gelbliches Weiß. Das ist gerade halt auch für so Fellsachen, wirkt das ganz natürlich. Und dann habt ihr schon diesen leichten braunen Schimmer drin. Und dann könnt ihr das mit einem ganz, ganz verdünnten Wash machen. Zum Beispiel mit einem Seraphim Sepia ganz, ganz doll verdünnen und dann damit drüber und gucken, dass es sich nicht auf den Oberflächen zu doll fleckig absetzt. Also nochmal mit einem nassen Pinsel schauen, dass es sich jetzt nicht gerade hier auf den Bauch oder auf den Arm setzt. Dann habt ihr das. Hier auch relativ nach Vorlage gegangen. Die Waffe habe ich ein bisschen anders gestaltet und den Schal, da habe ich das Blau auch nochmal mit reingemacht, einfach, dass man so ein bisschen, dass das so ein bisschen harmonischer wirkt. Und dann ist die eigentlich auch schon fertig. Das ist auch eine sehr schöne Figur. Also auch eigentlich bis auf das Weiß relativ easy. Dann kommen wir zu der ersten Figur, die ich ein bisschen verändert habe. Und das hier ist der Hamster. Das ist, glaube ich, der Rocky. Und wenn man hier mal auf die Packung guckt, da sieht man, der ist halt komplett braun. Und ich habe mich aber für dieses Hamstermuster entschieden. Einfach weil ich halt finde, die Goldhamster haben halt dieses ganz bestimmte Gesichtsmuster und das habe ich hier drauf gemalt. Mein Mann sagt übrigens, er sieht aus wie Simon Pegg. Also willkommen Simon Pegg Hamster. Und sonst ist er halt auch relativ einfach. Hier ist das Weiß halt auch verwendet. Außer das Einzige, was der halt so hat, der hat halt so Flüssigkeitscontainer am Gürtel. Und das ist so eine Sache, das ist am Anfang relativ schwer zu malen. Also so Transparenz zu malen, allgemein. Ich habe die jetzt grün gemacht, weil ich rot, also das, ich habe ja einen roten Mantel und grün passt ja immer ganz gut dazu, wenn man nochmal eine andere Farbe haben möchte. Hier sind die auch rot. Aber Transparenz ist halt so eine Sache. Wenn ihr das irgendwie umgehen möchtet, dann könnt ihr auch einfach ein helles Silber machen. Und ansonsten müsstet ihr euch dann halt auch nochmal ein Tutorial angucken, wenn ihr halt diese Transparenz machen wollt. Das ist jetzt hier so ein ja, wie man so Weinflaschen malen würde, wahrscheinlich, so mehr oder weniger. Ist ein bisschen komplexer, aber wie gesagt, wenn ihr es umgeben wollt, macht es einfach Silber, dann sind es halt nicht transparente Sachen, dann habt ihr das auch auf dem Schirm. Ja, sonst ist das Typische. Hier habe ich seinen Gürtel auch noch ein bisschen angeraut, weil es soll ja postapokalyptisch sein. Und ich habe die Waffe tatsächlich aufgebohrt. Also die 40k-Spieler unter euch kennen das. Die ist normalerweise nicht. Die ist gerade, da ist kein Loch drin, aber damit ich halt ein bisschen besser mit dem Wurschuss und so arbeiten kann, habe ich einfach ein Dremel genommen, habe da ein Loch reingebohrt. Das wirkt immer ein bisschen besser. So, dann haben wir als letztes noch die Figur, die ich am meisten verändert habe. Einfach, ja, ihr kennt das vielleicht, ich liebe Meerschweinchen. Ihr habt vielleicht auch schon mal das ein oder andere auf meinem Channel gesehen. Und ich wollte einfach, dass das Meerschweinchen aussieht wie eins von meinen. Nochmal zum Vergleich, hier ist die Packung. Da ist es relativ, ja, ich sag mal, langweilig. Also wer selber Meerschweinchen hat und kennt, dass die Fellfarben so ineinander fließen, das ist eigentlich nicht so Meerschweinchen-like. Also klar gibt's das, aber ist nicht so Meerschweinchen-typisch, sage ich jetzt mal.
Und da diese Übergänge ja relativ schwierig sind, könnt ihr da halt wirklich klare Farbflächen setzen. Meerschweinchen neigen ja dazu, dass sie halt so ein sehr relativ gut abgegrenztes Farbmuster haben. Und dann könnt ihr da auch ein bisschen ja, übertreiben im wahrsten Sinne des Wortes. Also vielleicht macht ihr das dann vielleicht auch mit dem hellen Beige hier und macht halt wirklich gerade Muster drauf, dann müsst ihr das nicht so ineinander fließen lassen. Das sollte auch gut funktionieren. Ja, sonst das Schwarz, wie gesagt, das Schwarz habe ich auch schon mal erklärt. Fangt nicht mit einem richtig dunklen Purschwarz an, nehmt ein Blauschwarz. Ich verlinke euch das auch nochmal unten in der Videobeschreibung, dass ihr euch das nochmal angucken könnt. Hier das Messerchen, das ist mit der TMM-Effekt gemacht. Darüber habe ich auch schon Video gemacht, kann ich euch auch verlinken. Und sonst gibt es hier weiter eigentlich auch nichts. Also die Figuren sind relativ ja, simpel gehalten, relativ klar definiert, relativ wenige Details. Das ist immer so ein bisschen, wenn die Diskussion rauskommt, so ja, die sind ja detailarm. Also es gibt so eine schöne Balance zwischen Details und detailarm. Und hier ist es halt genau richtig. Das heißt, es ist nicht überladen. Die haben halt einen Beutel und nicht fünf Beutel und jeder hat so ein bisschen was. Aber es sind klar lesbare Figuren, gerade auch für Anfänger geeignet. Das Einzige, was ich nochmal also als Tipp hätte, aber halt auch wirklich nur, wenn ihr jetzt Meerschweinchen-Fanatiker seid, die Füße sind eigentlich so strukturiert, dass das Fell, glaube ich, nur hier bis hier geht und danach die Füße Hautfarben gemalt sind. Wer Meerschweinchen kennt und hat, der weiß, dass das nicht so ist. Meerschweinchen haben befellte Füße. Das heißt, ich habe das Fell weitergemalt bis zu den Zehenspitzen und dann nur die Zehen jeweils rosa. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Was ich im Video davor nicht erwähnt habe, die Aftermath-Figuren, die kommen ja mit einem Wash. Und da war immer so die Frage, ja, entfärben oder nicht. Also bearbeitet die ganz normal, entgratet die und dann wascht die bitte mal ganz, ganz gründlich und auch vielleicht ein bisschen mit einer Zahnbürste nachschrubbeln im warmen Seifenwasser. Das riecht dann auch so ein bisschen ölig, also zumindest hat es bei mir ein bisschen ölig gerochen. Und dann könnt ihr die ganz normal grundieren und drauf weiterarbeiten. Das war kein Problem, also müsst ihr nicht speziell entfärben. Müsst ihr halt nur gucken, dass ihr dieses Ölwasch so ein bisschen ja, vorher zumindest angelöst habt. Aber dann hält das auch, dann soll das kein Problem sein. Ja, dann sind wir mit den Vieren durch und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dann sehen wir uns nur noch zu den Einheiten. Bis dann, ciao.